Ja, Freunde, hallo. Jetzt gibt es mal wieder nach den ganzen Wacken-Stories eine Review. Und zwar beglücken uns Saltatio Mortis mit Zirkus Zeitgeist. Ja, so, jetzt greife ich einfach mal ein bisschen ins Nähkästchen oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe so einen Grundsatz, den ja einige vielleicht nicht teilen wollen. Keine Ahnung, ich schreibe oder in dem Fall erzähle ich euch keine Reviews, wenn ich die Platte nicht mindestens zweimal, dreimal gehört habe. Und ich mache keine Review am Tag, wo ich die Platte das erste Mal gehört habe. Auch wenn ich sie an diesem Tag dann, wie im Fall von Zirkus Zeitgeist, ich glaube, zehnmal gehört habe letztendlich. Ich schlafe halt so nochmal eine Nacht drüber. Und glaubt es mir einfach, dieses Mal war es richtig schwierig, diesen Grundsatz durchzuhalten, denn es juckte mir von vornherein in den Fingern. Ich hatte zwei, drei Lieder gehört und habe mir gedacht, so ein Uiuiui. Was haben Saltatio Mortis da nur auf den Markt geschmissen? Oder werden es noch schmeißen, denn die Platte erscheint am 14.8. Also, in ein, zwei Tagen. Oder falls ihr es später gehört habt, seht zu, dass ihr sie kriegt. Was wollte ich da jetzt sagen? Genau, das erste Lied, Wo sind die Clowns, spiegelt schon mal mit sehr spitzer Feder den Zustand der Mediengesellschaft wieder, so wie auch ich ihn immer erlebe. Und ja, dann das nächste Lied, da geht es um die Weihnachtszeit. So draußen, so wie jetzt auch, sind es 30 Grad und in den Supermärkten stehen die Weihnachtsklamotten. Ja, irgendwie haben Saltatio Mortis da meinen Geistes meine Geisteshaltung direkt voll erwischt, denn ich frage mich auch jedes Mal, was soll das, Leute? So macht ihr doch Weihnachten schlicht kaputt. Das sind eigentlich schon so die Sachen, weswegen mir es direkt juckte, dazu eine Review zu machen. Das sind zwei, nennt man sowas, Abtempo-Nummern, also relativ harte Nummern, die definitiv in den Heavy-Metal-Bereich gehören und nicht in den Mittelalter-Sektor. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Es gibt da noch ein schönes Lied auf dieser Platte, das nennt sich Geradeaus. Und das beschäftigt sich genau damit, dass Saltatio Mortis sich immer weiterentwickeln und von vielen Kritikern wohl wird denen wohl Verrat vorgeworfen, dass sie ihre Musik verraten. Das wird vielen vorgeworfen, die sich ein bisschen weiterentwickeln. Bei Saltatio Mortis könnte man das theoretisch sogar verstehen, denn das erste, was ich von denen gehört habe, waren diese typischen Dudelsäcke, Mittelaltermusik. Und dann kamen immer mehr Rock-Elemente dazu und mittlerweile sind sie, wie ich finde, eine Rock-Metal-Band mit mittelalterliche Instrumentierung, so kann man es wohl am besten sagen. Wobei jetzt spätestens mit Zirkus Zeitgeist sind sie textlich definitiv in die Riege der Punkbands übergegangen. So des Bankers neue Kleider und diverse andere Songs auf dieser Platte solltet ihr euch dann einfach mal ganz genau anhören. Es wird euch dort wirklich feinste Punk-Kost um die Ohren gehauen. Der Begriff unpolitisch trifft auf Saltatio Mortis definitiv nicht zu. Aber okay, ich schweife gerade ab. Also wie gesagt, in Geradeaus geht es darum, dass ihnen immer wieder vorgeworfen wird, sie würden ihre Musik verraten, sie würden nicht mehr Saltatio Mortis sein. Und überhaupt, jetzt muss ich euch sagen, in meinen Augen ist es im Grunde genommen genau umgekehrt. Ich konnte ganz am Anfang mit Saltatio ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Das war einfach nicht so die Musik und von Album zu Album steigerte sich Saltatio Mortis. Es ging immer mehr in Richtung Rock und Metal, also genau in meine Musikrichtung. Und mit Zirkus Zeitgeist seid ihr definitiv in meiner Hitliste ganz oben angekommen und ich kann diesem Album guten Gewissens 5 von 5 Sternen geben. Es ist ein absolutes Genussalbum mit allem, was dazugehört. Mit, wie ich schon sagte, diesen rockigen, harten Nummern, mit sehr
Wenn ich jetzt sage tiefgründigen Texten, dann verstehen das einige wieder falsch, weil ja, tiefgründig werden häufig diese Texte genannt, die, ja, wie soll ich das sagen, wo man die Aussage im Grunde genommen nur versteht, wenn man 20 Jahre für irgendwelche Sprachforschung studiert hat, womit viel Blabla um den heißen Brei rumgeredet wird und dann hinterher heißt es, ja, so tiefgründige Texte, das, oh ja, super. Vergesst das bei Saltatio Mortis. Ich glaube, ein oder zwei Lieder, die sind ein bisschen interpretationsbedürftig. Ansonsten geht es, wie man so schön sagt, direkt in die Fresse und das mit Anlauf. Und ja, wer die Texte nicht versteht, sofern aus dem deutschen Sprachraum kommt, ja, der sollte da doch nochmal nachdenken. Ja, oder vielleicht hapert es damit auch. Okay, ja, Aufreger auf der Platte. Würde ich sagen, mir ist keiner aufgefallen. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass es noch keinen Shitstorm gab zu dem Lied Wir sind Papst. Da gibt es eine Zeile. Ja, die wäre tatsächlich, wenn man Saltatio Mortis nicht kennen würde, relativ interpretationsbedürftig. Und da es ja einige Elemente gibt, die gerne alles aus dem Zusammenhang reißen und nur noch auf einzelne Textzeilen reduzieren, würde ich sagen, war das eine sehr mutige Sache, diesen Text dort reinzupacken. Da geht es so ein bisschen um tja, die Deutschen und deren Vergangenheit, dass man sie, ja, hört es euch einfach an, was man niemals vergessen sollte, aber auch nicht ständig in den Fokus stellen soll. Und hört euch einfach das ganze Album an, von vorne bis hinten. Wie gesagt, harte Nummern, Balladen sind drauf, wehmütige Songs sind drauf, Liebeslieder sind drauf, witzige Lieder sind drauf. Ja, es ist alles drauf, was ein super Album braucht. Und genau das hat Saltatio Mortis mit Zirkus Zeitgeist ja abgeliefert. Kauft's euch, sonst werdet ihr es bereuen. So, viel Spaß euch noch und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Channel abonnieren und auf fotoglut.de vielleicht den Newsletter abonnieren, dann bleibt ihr auch über das restliche Geschehen in der Musikwelt auf dem Laufenden. Und ja, los geht's, ab zum Plattendealer eures Vertrauens, Saltatio Mortis. Zirkus Zeitgeist gehört auf jeden Plattenteller. Und dann schönen Tag euch. We'll be right back.